その頃、そしてピートアナス、そうだ、ich will noch mal vor. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. では、はい、君とそって、さよなら。よし。So. Damit spielen wir jetzt Son Gohan. Und wir gucken mal. Haben wir hier eine Nebenquest? Nein, gerade nicht. Okay, heißt also, wir müssen erstmal gegen Buu kämpfen. Und dann werden wir weitersehen. So. Und da wären wir auch schon. Buu freut sich bestimmt riesig. Aber dann spulen wir auch mal vor. Und da kommt Son Gohan. Kaettekita Gohan. Genkai o koeta kiseki no power. Nii-chan. So, Buu, dann hau ich dir mal die Mütze voll und dann können wir hoffentlich die Nebenquest gleich erledigen. Aua. Was war denn das jetzt? So, hol ihn mal weg hier. Schon doof, dass ich kein Kamehameha mehr einsetzen kann, weil ich das nicht eingesetzt habe hier. Aber egal, wir kriegen ihn auch so fertig. So, weg mit dir. Jetzt haben wir ihn die restlichen Lebenspunkte auch noch weg. Gleich. Na komm schon. Hoch jetzt. Geht doch. So. Auch erledigt. Überspringen wir mal schnell. Voilà. Entschuldigung, mein Mikro ist gerade runtergefallen. Ich wollte eigentlich eine andere Bewegung machen und dann zack, hau ich mir das Mikro noch weg. Geil. So, jetzt können wir die Nebenquest machen. Sehr gut. Das ist die letzte und dann können wir zurückreisen und wir können uns um andere Dinge kümmern. Vielleicht die Berserker. Die würde ich als nächstes rannehmen. Aber schauen wir erstmal. So. Ach, da oben direkt sitzt einer drauf. Ach. So ein Pflanzenmann. Na klar. Warum auch nicht? Was macht denn ein Pflanzenmann hier? Ja. Er wird noch die ganze Stadt zerstören, wenn wir nichts unternehmen. Die Toten wären sicher nicht gerade erfreut, nach ihrer Wiederbelebung eine zerstörte Heimat anzutreffen. Stimmt. Naja, dadurch, dass die Welt sowieso einmal kurz zerstört wird, ist es ja nichts Schlimmes. Erledigen wir ihn. Ja, ja, ja. Was? Da sind ganz viele. Es waren also mehrere. Gut, dass das nur Pflanzenmänner sind. Die sind leicht zu erledigen. Los geht's. Ja, das sagst du, Son Gohan. Aua, der hat das trotzdem noch getroffen. Ich dachte, der Abstand reicht. Na egal. Und noch mal Senko hinterher. Und der Pflanzenmann ist auch weg. So. Und damit haben wir die Nebenquest auch erledigt.
und können dann zurück in die Gegenwart reisen. Puh, das dürfte es gewesen sein. Warte, was ist los? Da sind massenweise Pflanzenmänner. Die ganze westliche Hauptstadt ist doch voll davon. Wie können diese kleinen Monster es wagen, meine Stadt zu verwüsten? Warte, diese Dinger benehmen sich irgendwie fremdgesteuert. Gegen sie zu kämpfen wäre reine Zeitverschwendung. Und was sollen wir jetzt tun? Was? Ich spüre ein starkes Ki in der Stadt. Das könnte derjenige sein, der die Pflanzenmänner steuert. Den sollten wir zuerst erledigen. Na, dann gucken wir mal, wer das ist. Was ist das denn für einer? Nani? Was zum Teufel ist das? Der ist viel zu stark für einen Pflanzenmann. Das muss eine Art Superpflanzenmann sein. Hey, die haben sich vermehrt. Das Ding hier steuert also wirklich die anderen Pflanzenmänner. Dann müssen wir es schnell erledigen. Genau, konzentriert euch auf ihn. Na dann, hauen wir ihn mal weg. Das geht ja zum Glück schnell. So, der zweite. Und der letzte. Das war's. Erledigt. Dieses Ding war wesentlich stärker als ein normaler Pflanzenmann. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas muss es stärker gemacht haben. Gut, dass wir es gleich erledigt haben. Wer weiß, was ist noch so, was sonst noch alles passiert wäre. Meinst du, die Pflanzenmänner in der Stadt gehen jetzt nach Hause? Hoffentlich. Was? Du machst wohl Witze. Warum sind das immer noch so viele? Sie haben ihr Ki gesenkt, damit wir sie nicht bemerken. Son Gohan, ich schätze, wir müssen gegen sie kämpfen. Die sehen nicht aus, als würden sie uns einfach gehen lassen. Nicht, dass wir weglaufen wollen. Ganz genau, vor diesen kleinen Freaks laufen wir doch nicht davon. Okay, Leute, beeilt euch. Na dann, ziehen wir die Nummer auch noch durch. So. Bam, und weg ist er. Und der ist auch weg. Jetzt haben wir nur noch einen. Und der letzte ist auch weg. So, war es das jetzt endlich mal. Ich will nicht noch mehr Pflanzenmänner besiegen, die sind zu langweilig. Puh. Ah, Mann, bin ich froh, dass das endlich vorbei ist. Hey, sieh dir das mal an, Trunks. Sie hauen ab. Ja, das hat man davon, wenn man sich mit uns anlegt. Die, die wir gerade erledigt haben, haben also die anderen gesteuert. Aber warum waren einige Pflanzenmänner so stark? Moment mal, das ist... Ich wusste es. Was? Seht ihr das mal an. Das sind Sensuboren. Die haben die Pflanzenmänner ausgespuckt, gegen die wir gerade gekämpft haben. Sensuboren? Das könnte die Erklärung für ihre Stärke sein. Du meinst, sie haben sie gegessen? Ja, ich weiß zwar nicht, woher sie die haben, aber sie müssen in den Pflanzenmännern eine Reaktion ausgelöst haben und sie stärker gemacht haben. Das fällt mir zwar nicht schwer zu glauben, aber die Sensuboren scheinen etwas damit zu tun zu haben. Also, die Pflanzenmänner kommen nicht von der Erde, daher könnten die Bohnen bei ihnen anders wirken. Verstehe. Und Piccolo? Was ist? Was sollen wir mit den Bohnen machen, die die Pflanzenmänner ausgespuckt haben? Die sehen gut aus. Meinst du, wir sollten sie behalten? Die sehen nicht schlecht aus. Vielleicht sollten wir sie behalten. Man kann nie wissen, wann man sie mal braucht. Ja, Sensuboren findet man schließlich nicht alle Tage. Aber essen werde ich die auf keinen Fall. Alles klar, und somit haben wir aber die Story jetzt erledigt. Wir haben alle Nebenquests erledigt. Obwohl, es gibt noch ein paar Nebenquests, aber die haben wir noch nicht freigeschaltet. Dazu müssen wir aber noch ein bisschen was machen. Da würde ich mal sagen, hauen wir jetzt mal den Berserkern ein bisschen auf den Deckel. So, wir sind zurück in der Gegenwart und suchen uns jetzt mal ein paar Berserker raus. Fangen wir erstmal hier an, damit wir die erstmal platt kriegen hier. Eins nach dem anderen, ne? So, wo haben wir denn den ersten? Der ist da. Dann machen wir den zuerst platt.
Genug Energie haben wir ja. Naja, 65 gegen 90. Komm. So. Der erste ist schon mal weg. Und der zweite ist auch weg. Und der dritte ist weg. Und der vierte ist weg. Und der nächste und letzte auch gleich. Nee, Quatsch. Ist noch einer? Oh, viele Roboter sind da drin auf einen Haufen. So, jetzt haben wir aber alle. So, dann muss er in der Richtung. Wir gucken auf die Karte. Wir sind hier, dann gehen wir mal hier hin. Da ist auch noch einer. Und dann haben wir noch zwei hier in der Richtung und dann. Da ist er schon. Und dann kriegen wir stärkere Gegner. Oh, Stufe 87, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier so eine Starke noch zwischendurch liegen. Aber egal. Die gehen auch schnell weg. So. Einen hätten wir. Der zweite kommt hinterher. So gut wie. Jetzt ist der auch weg. Aua. Der geht auch schnell, wirklich. Hat einen Verbündeten gestärkt, wir müssen es nicht rangeholt noch ein. So, der ist auch weg. Immer noch nicht. Jetzt aber. Dann hauen wir den auch weg und dann ist der nächste. So. Wir haben fast ja nichts verloren an Energie. Auch geil. So, noch ein paar Roboter. Die hauen wir mal alle gleich so ein bisschen zur Seite. Und hauen auch so ein bisschen alle weg. Und den. Ich hab mir jetzt mal ordentlich was weggeballert hier. Na schön. Das ging ja schnell. So, jetzt müssen wir nach Norden so ein bisschen. Ach, drei sind sogar noch. Okay. Drei Gegner sind es hier noch. Na ja, dann haben wir was zu tun. Hauen wir mal die Berserker hier noch weg. So, das dürfte auf jeden Fall ein bisschen reichen. Und jetzt. Das war jetzt ein bisschen gemein. Ich hatte doch auf den anderen gerade gezielt. Auf den da. Na toll, mein Kamehameha kommt zu spielen. Gut, wir gehen da erwischen. So, dann der hier. So, schön die Genki-Dame aufballern. Den haben wir auch noch weg. Und nochmal eine Genki-Dame, weil es so schön war. So, zwei erwischt. Jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Das war's mit dem Berserker. Und jetzt haben wir noch einen. Der ist hier hinten.